Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Card Life. Die Sonne ist schon lange untergegangen, denn ich war den ganzen Tag über fleißig und habe gleich ein bisschen Holz geholt. Noch dazu habe ich mein Inventar wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht, ein paar Dinge einsortiert, auch wenn davon natürlich jetzt nicht mehr viel zu sehen ist. Und wir sind das letzte Mal ja hier stehen geblieben bei diesen Holzdecken, die ich ja komischerweise nicht platzieren konnte. Warum auch immer. Und genau da machen wir heute auch direkt weiter. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ah ne, geht nicht. Geht immer noch nicht, okay. Nun gut, dann ist wahrscheinlich die Tür hier im Weg, oder? Probieren wir es nochmal. Ah ja, wer sagt's denn? Die Tür war das große Problem. Okay, wenn es so ist, dann reißt man natürlich auch noch die Tür hier ab. Und die Tür da drüben brauchen wir dann auch nicht mehr. Und dann gleich mal die ganzen Holzdecken entsprechend platzieren. Und ich bin schon wieder hungrig, sehe ich gerade. So, okay. Sehr schön. Gut, haben wir das schon mal. Dann gleich mal was futtern. Und ja, dann würde ich sagen, platzieren wir vielleicht gleich mal hier unten im Keller ein paar Holzwände, weil hier habe ich auch schon weiter gebuddelt. Allerdings ist es noch vergleichsweise dunkel. Jetzt bauen wir erst noch ein paar Fackeln oder ein paar so Lampen. Könnten hier auch nicht schaden. Ich glaube, die Lampen schauen vielleicht sogar ein bisschen schöner aus. Mal kurz gucken. Wo haben wir noch gleich die Deckenlampen? Da sind sie. Stellen wir mal ruhig 5 Stück her. Die können wir auf alle Fälle gut gebrauchen. Weil dann kommt nämlich... Okay, wieso geht das nicht? Ah doch, jetzt geht's. Kommt hier noch so eine Lampe auf alle Fälle hin. Wie viel Abstand habe ich da jetzt ungefähr gelassen? Ja, so 1,5 Deckenelemente kann man ungefähr sagen, als ganz grober Richtwert. Machen wir es mal so. Okay, sehr schön. So, und da drüben könnten wir vielleicht dann auch noch ein paar Lampen platzieren oder lassen wir das in der Mitte? Aber wisst ihr was? Wir lassen das in der Mitte, weil dann kommen hier links und rechts Fackeln hin. Ich glaube, das wird sich auch ganz gut machen. So, ich hätte gerne ein paar Wandfackeln. Stellen wir mal 6 Stück her. Sehr schön. Und ja, natürlich auch noch die Wände. Da haben wir sie. 5 Stück sind zwar jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber wir können dann ja später wieder ein bisschen Holz holen. Und dann werden das schon noch mehr Wandelemente. So, hier muss ich auf alle Fälle noch wegbuddeln. Damit das passt. Sehr schön. Ah ja, es wird sowieso schon wieder hell, sehe ich gerade. Das ist gut. Dann können wir nachher gleich wieder rausgehen. Umso besser. Ui, da war ich wohl ein bisschen zu großzügig mit dem Wegbuddeln. Nun gut, aber da füllen wir halt einfach wieder auf, würde ich sagen. Das geht dann auch. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, sehr schön. Also, Holz ran schaffen. Das hat erstmal oberste Priorität.
Ah ja, da gibt es sowieso noch ein bisschen Eichenholz. Sehr schön. Lasst euch von mir nicht stören. Ich bin nur hier, ein bisschen Holz zu holen. Ah, irgendwo ist da schon wieder ein Wolf. Ah, da drüben. Aber gut, solange er mich in Ruhe lasst, ist mir das herzlich wurscht, wenn der da drüben ist. Perfekt. Da vorne wird es noch vergleichsweise viel Eichenholz geben, sehe ich gerade. Dann nix wie hin. Weil das braucht man ja unbedingt. Damit wir den Keller da auch endlich mal fertig bekommen. Fasern auch immer schön mitnehmen. Die brauchen wir ja auch fürs Bauen. Habe ich eigentlich noch Platz im Inventar? Okay, geht. Ist zwar nicht mehr viel, aber reicht auf alle Fälle. Ui. Ja, so, wer ist da noch? Du bist da noch. Noch ein Kobold. Okay, das waren erstmal alle, hä? Nee, das waren es nicht. Aber jetzt schnell weiter, bevor der nächste Kobold daherkommt. Ich bin wieder mal hungrig, wie so oft. Zum Glück hält unsere Motorsäge hier noch ein bisschen was aus. Das wäre es jetzt noch, wenn die hier kaputt gehen würde. Dann würde sich unser Keller noch ein bisschen in die Länge ziehen. Aber den möchte ich eigentlich jetzt schon zügig abschließen, sage ich mal, weil wir dann doch wieder mehr Stauraum haben, wo wir Dinge unterbringen können. Ui, was war das? Das hat ziemlich komisch ausgesehen. Perfekt. Wie viel Holz haben wir eigentlich schon? 79 Holzscheite. Dann machen wir mal die 100 voll. Und dann stellen wir ein paar Wände her. Mal gucken, wie viele das werden. Und ja, dementsprechend hole ich da noch ein bisschen Holz oder wir gehen nach Hause, je nachdem. Sehr schön. Fällen wir noch einen Baum. Wie gut, dass es hier so viele gibt. So, guck mal doch mal. 99 Holzscheite. Nee, sogar über 99, 104 Holzscheite haben wir sogar. Umso besser. Na dann wollen wir doch mal. Okay, das war zu viel. 26 Wände werden das. Brauche ich überhaupt so viele? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, so viele brauche ich gar nicht, oder? Weil ich brauche ja sowohl diese Wände als auch die halben Wände. Wir stellen uns mal vorsichtshalber nur 10 Stück her. Und dann gehen wir mal eben kurz nach Hause.
Weil nicht, dass ich hier zu viele Wände herstelle und die dann gar nicht unterbringe. Das wäre reine Ressourcenverschwendung. Das muss nicht sein. Schauen wir mal, wie das gleich zu Hause ausschaut. Ab nach oben und nix wie ab nach unten in den Keller. Gut. So, machen wir hier gleich mal weiter. Na, wenn es denn gehen würde. Okay, hier mager gerade nicht. Wieso mager da nicht? Vielleicht, weil hier noch das Gestein im Weg ist. Mal eben kurz Platz schaffen. So, probieren wir es nochmal. Ah ja. Jetzt geht's auch. Machen wir gleich mal hier weiter. Hier kommt dann ja sowieso die Tür rein. Das heißt, hier kommt noch ein Wandelement hin, genauso wie hier. Dann hier vorne noch. Hier geht's gerade wieder nicht, weil da das Zeug im Wege ist. Das Gestein. Mal eben kurz wieder wegbuddeln. Ich würde sowieso vorschlagen, dass wir dann außerhalb das Ganze künstlich auffüllen mit Steinen. Das Gebiet hier vorne, damit es dann auch dementsprechend nach Apps ausschaut. Dein Inventar ist voll. Okay, das haben wir gleich. Hoffe, dass ich da oben noch ein bisschen was unterbringe. Okay, gut. Ja, da bringe ich nichts mehr unter. Wie schaut es hier aus? Ah, da bringe ich noch ein bisschen was unter. Auch wenn es zwar nicht viel ist, aber besser als nichts. Reicht fürs Erste. So, sehr gut. Das braucht man hier auch nicht mehr. Weg mit dem ganzen Gestein. Geht nur im Weg um. So. Gut. Na, mager nicht? Wieso mager vorne nicht? Hier mager schon. Ja, das ist ein bisschen komisch. Warum checkt er das hier vorne nicht? Nee. Vielleicht jetzt. Ah ja, jetzt geht's. Okay, dann muss ich hier auch wahrscheinlich noch ein bisschen was wegbuddeln. Perfekt. Der Grundriss steht schon mal im Großen und Ganzen. Jetzt kommen wir an die feine Arbeit sozusagen. Da haben wir noch Gestein. Okay. Sehr schön. So, halbe Wände brauche ich. Halbe Wände haben wir. Holzzaun. Halbwand aus Holz. Das ist es normalerweise. Mal kurz testen. Nicht, dass ich mir das Falsche herstelle. Ah, ne, passt. Genau die brauchen wir. Diese halben Wände.
Da stellen wir jetzt ruhig mal 15 Stück her. Ah, ja. Ich sollte halt das Inventar schon offen lassen, gell? Wenn ich was herstelle. Würde Sinn machen. Jetzt sind es zwar nur 10, aber auch wurscht. Hier kommt ja dann sowieso die Tür hin. Okay, und da braucht man noch circa 6 Elemente. Perfekt. Sehr schön. Genauso wollte ich das. Wunderbar. Hier stimmt es anscheinend aber nicht ganz überein mit der Holzmaserung, wenn ich mir das so ansehe. Hier vorne schon. Hätte ich vielleicht das Ganze irgendwie drehen müssen? Kurz mal gucken, wenn ich das wegnehme nochmal. Und dann nicht so platziere, sondern drehe. Okay, dann bleibt aber hier auch so ein kleiner Spalt übrig, also der ist anscheinend normal. Nun gut. Dann brauchen wir auf alle Fälle hier noch eine Wand. Beziehungsweise eine Tür, meine ich natürlich. Die Tür kann ich mir nicht herstellen, die Holztür des Schöpfers, weil ich dafür wieder mehr Eichenholz brauchen würde. Sogar richtig viel Eichenholz. Aber gut, ich würde sagen, eine normale Tür macht sich hier nicht so gut, oder? So eine Tür wäre da schon irgendwie ein bisschen besser. Ja, dann holen wir noch ein bisschen Holz. Ist ja zum Glück nur ein Katzensprung. Gleich mal alles einsammeln. Insgesamt 120 Holzscheite waren es, wenn ich das richtig gesehen habe. Da dürfen wir schon ordentlich ranklotzen. Aber ich möchte jetzt auch nicht die Tür aus Rotholz bauen. Wenn, dann machen wir das schon einheitlich. Ah, die Sonne geht langsam wieder unter. Ich darf mich ein bisschen ranhalten, wenn ich vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein möchte. Aber gut, haben wir gleich. Mit der Motorsäge geht es ja vergleichsweise schnell. So, kurz mal gucken. Ah nee, das reicht schon. Ja, umso besser. Hey, cool. Perfekt. So, ab nach Hause. Die Tür platzieren. Ist angesagt. Sehr schön. Das ging jetzt schneller als erwartet. Gleich geschafft. Gleich sind wir daheim. Wieder in den eigenen vier Wänden. Vorsicht, da geht's tief runter. Auch nicht gerade ungefährlich. So. Sehr schön. Haben wir das schon mal. Und dann noch hier oben. Die halbe Wand platzieren. Ah ne, ich habe gar keine mehr, aber das haben wir gleich.
Das haben wir gleich. So, das schaut irgendwie ein bisschen komisch aus mit der Textur. Ich denke, ihr seht das wahrscheinlich auch. Vielleicht beruhigt sich das aber wieder, wenn ich mich später mal ins Spiel neu einlogge. Ansonsten müsste ich da halt zur Not noch eine Tür herstellen. Aber gut, auf alle Fälle brauchen wir jetzt erst noch die Fackeln. Nicht lange Fackeln. Wir platzieren hier ein paar Fackeln. Und zwar platzieren wir die ungefähr auf Augenhöhe mit denen. Mit diesen Deckenfackeln kann ich da ein bisschen zurückgehen, dass wir schön in einer Linie sind. Machen wir es mal so. Ganz stimmen wird sowieso nie. Die habe ich hier in die Mitte gesetzt. Okay, und von hier aus gesehen kommt die dann hier hin. Und das gleiche Spiel machen wir noch auf der Seite. Ah, mit der Tür. Ah, das funktioniert, okay. Glück gehabt. So, und hier noch entsprechend die Fackel platzieren. Okay, perfekt. Gut ausgeleuchtet ist jetzt unser Keller. Ich bin noch hungrig, sehe ich gerade. Und ja, dann können wir uns in der nächsten Folge von Card Life an die Innengestaltung machen. Da freue ich mich schon drauf. Macht's gut bis dahin. Servus.